Knut Ryder. Oh, uff. Keine Erinnerung, aber der Name sagt mir was. Ja. Habe ich mit Sicherheit schon mal reingeguckt. Shit. Genau. Knut, muss kacken. Oh, war aber auch nicht die beste. Mensch, ich habe ja schon einige gute Szenen mit dem Autorufen gesehen, aber das? Top. Ja. Ey, so eine Scheiße passiert aber auch nur uns. Immer nur uns. Die Motorräder machen auch gerne mal einen Stoppy. So einen ordentlichen. Aber es ist halt wirklich so. Also, keine Ahnung, wie wir das hinkriegen, aber... Hier passiert manchmal einfach Schmu. Ja, das stimmt. Einfach Schmu. Oftmals aber einfach amüsant. Absolut. Ja, genau, nicht so episch wie sonst im Weltraum bei Mittelerde, ja. Aber hat den damaligen Hunger ein bisschen gestillt auch. Nee, bisher noch nicht, Kev. Die Fun-Filme angeschaut zu Cyberpunk auf YouTube. Nee, bisher nicht. Wir wollen uns da wirklich gar nicht spoilern lassen selber. Ach. Das war eine Schaufensterpuppe, die haben sie da hingestellt. Ja? Ja, Polizei macht nichts, nur nicht mal ein Ermittlungsverfahren. Okay, ja stimmt, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Nee, dann war es kein Mord. War eine Puppe. War eine Puppe. So kann man sich das natürlich alles immer wieder hinlegen. Ey, hast du irgendeinen Haftbefehl gesehen? Ich nicht. Oh, Surk fragt gerade, welches Gefährt hat eurer Meinung nach das beste Fahrgefühl im Spiel? Das ist ja eher was für dich. Oh, warte mal. Hey Judy, was gibt's? Wie? Kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Wollen wir da jetzt nicht mehr hin? Ja. Das machen die doch mit Absicht hier, CD Projekt. 300 Meter vorm Ziel, nachdem man schon 2 Kilometer gefahren ist. Das ist eben schon mal gewesen. Damit man ja wieder umdreht. So kann man die Spielzeit auch strecken, ne? Aha, ich glaube, da brauchen sie hier nicht. Ich glaube, das haben die hier auch gar nicht nötig. Nee. Nicht auf die Art. Bestes Fahrgefühl, fast schon der Delamain. Fährt der gut, oder was? Mhm. Den fährst du ja auch nicht selber, ne? Doch, war ich ja. Ich weiß, den wir gekriegt haben, ne? Ja. Bis jetzt. Die Motorräder sind eigentlich auch ganz cool. Ja. Aber keins davon ist herausragend, wo ich sage, Alter, das ist so das Geilste. Alle haben so ihre Macken. Die Bestie von Christina, glaube ich. Die war nicht so super bad, das stimmt. Mhm. Was ist hier denn passiert? Unfall. Schrecklicher Unfall. Nee, die Fanfilme auch nicht. Nein, natürlich nicht. Was für Fanfilme? Die gibt's ja auch. Und der Schatten Gottes. Ein wunderschön. Hi. Grüß dich. Moin, moin, Schatten Gottes. Ja, geht ganz gut. Du meinst auch dieses Warcraft-Ding? Auch. Da gibt's ja so ein paar Sachen dazu. Ja, auch eine richtige Schauspielerin mit so John Wick-Vibe mäßig. Okay. Ja. Schauen wir mal. Oder halt auch nicht. Ich fand das am besten sind die Russen. Der Cyberpunk-Trailer auf Russisch, ne? Nein, nicht auf Russisch. Ja, aber. Ich weiß, das Gemimte. Großartig. Der ist wirklich nicht schlecht. Da gibt's auch noch eine geile Name von Friends. Gibt's auch vom Friends-Intro. Muss ich dir nachher mal zeigen. Großartiger Content. Oh, ey. Und ich frage mich jedes Mal, wie kann man nur auf so eine bescheuerte Scheiße kommen? Ernsthaft? Ich bin ja schon bekloppt im Kopf. Aber das? Mann, die Leute, ey. Willkommen zurück, Mats. Hi und Rock. Kurzer Nick. Einen wunderschönen. Hallo. Moin. So, gesagt, der Dell? Ich fand den Basilisk am besten. Kaboah. Ja, super. Kannst du aber nicht rufen. Ja, Rock, ich fahr. Sogar freihändig. Ui, pass auf, komm mal, ohne Hände. Hier müssen wir runtergucken, ne? Bisschen langsamer, muss aufpassen. Oh, Entschuldigung, Rock, Entschuldigung. Alter, ganz ehrlich, guck, wir waren kurz davor, Mann. Ich wollte kurz zeigen, dass ich freihändig fahren kann. Ja, was passiert freihändig? Oh, Mann. Guck an, was passiert ist. Das tut mir leid. Geh mal her, wieder die Steuerung. Ich mach das jetzt hier. Lass mich in Ruhe spielen. Oh. Ey, Regina, Alter. Boah, Kupi, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Delamain. Hab von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Darf ich fragen? Ich nehme an, der Psycho ist eine Hallo Rennung. Auch an dich. Guck mal. Ey, jetzt geht's ja aber los. Es ist die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze was überlebt. Was ist Liebe? Ah. Ich fürchte, darauf gibt es keine. Delamain hat was Neues rausgefunden. Was ist Liebe? Wissen Sie, was das bedeutet? Nicht wirklich. Eine Anomalie der Wissenschaft. Um sie zu lösen, muss ich die Grenzen überschreiten. Dell, du wirkst heute
irgendwie nicht wie du selbst. Ja, ich... Nicht in der Stimmung. Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Am besten verabschiede ich mich fürs Erste. Mhm. Ey, die Regina, die labert einen einfach weiter, ey. Ja, ey. Ich will gar nicht mit der reden. Kann ich die blocken? Auf dem Telefon? Ich glaube nicht. Schade. Was, das darf ich nicht. Okay, Matt sagt gerade, und Kubi, meine Klasse schaut gerade John Wick 3 in der Online-Schulung. Ja, nice. Das ist auch schön, das ist auch schön. Gab's damals auch immer mal wieder in der Klasse, ne? Oh, wo man Film geguckt oder so. Geil. IT sowieso, wir haben da sogar gezockt teilweise damals auf ZAW. Wundert mich nicht. Das ist halt auch krass, ne? Lehrer steht vorne, erzählt, und 90% der Klasse spielt Trackmania im Multiplayer um die Bestzeit. Während des Unterrichts einfach. So, Judy, was ist los? Natürlich auch das Gute, ne? Trackmania Nation! Judy? Hier wohnst du? Bisschen außerhalb, ne? Vielleicht ist sie auch ein bisschen versteckt wegen Evelyn und so. Hallo? Geht doch. Ich bin im Bad. Okay, ja? Ach so, ach du Scheiße. Shit, was geht denn hier ab? Du rettest der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dank umzubringen. Halt dein Maul. Ich war nur eine Stunde weg. Alter. Im Knie, wir müssen irgendwas tun. Hast du den Puls gecheckt? Hast du den Puls gecheckt? Wie? Sie ist tot. Oh, nicht Evelyn, ey. Wie ist das passiert? Hast du den Puls gecheckt? Wie? Sie ist tot. Wie wär's, wenn du fragst, ob sie den Puls gecheckt hat? Wir müssen irgendwas machen. Mann, wir stehen unter Schock, Coop. Ich will keinen Ärger. Ich ruf die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Also bei... Sollen sie lieber nicht bewegen. Ja, oder? Wenn die wirklich Polizei rufen will. Sie nicht lieber so lassen, bis die Bullen kommen? Mhm. Für die ist sie nur eine tote Hure. Interessiert keinen. Oh Mann, Evelyn. Wir sollten ihr wenigstens etwas Würde verschaffen. Mhm. Ich dachte eigentlich, es wird wieder mit der. Ich auch. Ich dachte, ich sehe die Wahrheit. Ich dachte, ich... Ja, da müssen einfach zu krasse Sachen da irgendwie passiert sein in der Zeit, wo sie da war. Northside, Jackson Street. Nein. Hat ja auch nicht geredet irgendwie, ne? Ein Selbstmord. Oh, nein, heute! Was, die wollen morgen. Tot, so unverständlich. Die wollten morgen rumkommen übrigens. What the fuck? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt. Krass. Morgen? Alter. Er ist immer dabei, Min-Man. Er ist immer dabei. Gleich. Moin. Check doch den Puls! Ja, hat sie doch! Haben wir schon zweimal Meint gefragt. Ich soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Der Tod ist für die alltäglich. Du warst also, noch vergleichsweise nett. Das NCBD hat zu wenig Leute oder Nomade. Willkommen in Night City. Ja. Willkommen in Night City, wo deine Adresse mehr über dich sagt als alles andere. Wir hätten nie herkommen sollen. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Na klar. Natürlich. Mach die Tür zu, wie. Bitte. Klar. Ja, wenn ein normaler Mensch stirbt und die Polizei erst am nächsten Tag kommt, weißt du, dass du in einer Dystopie lebst. Oh ja. Echt so, Bobby, ist halt wirklich so. Das ist eine Erinnerung jetzt? Ja. Hast du eine Kippe? Oder? I don't know. Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Oder ein bisschen Aber jetzt später. Brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Ja, weißt du was?
Klar. Hast du auch Johnny im Kopf? Okay, hier. Mats, nice. Ja. Och Mann, arme Evelyn. Hat eine komische Marke geraucht, oder willst du es? Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Max war der Kippenrisse. Bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Hast du nicht? Ja, das haben wir alle geglaubt. Ich kann nicht glauben, dass er sie aufgegeben hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bleib stark, ja. Bleib stark, Judy. Lass dich davon nicht runterziehen. Ist vielleicht schwer, aber... Weißt du, lass uns jetzt lieber gar nichts sagen, okay? Mhm. Ja, 2077 sehen die wohl so aus, die man auch jetzt die Kippen. Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden. What? Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Gut, dass ich ihn getötet habe. Ja. Was hat er mit dir angestellt? Woodman umgelegt. Will ich gar nicht wissen. Naja, stimmt auch. Ist einfach passiert. Aber jetzt bin ich froh. Da war noch was dran! Ich auch. Kaum vorstellbar. Aber das ändert nichts. Es gibt noch so viele wie den. Ach, ändert schon was. Was muss ich doch tun können? Einer weniger. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Ja. Sicher, dass du nichts brauchst? Nein. Aber lieb, dass du fragst. Mein Penai. Kein Problem. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay? Schlagern. Jagan Atina. Jagan. Ich sehe dich nächste Woche. Ja, das ist fucked up, ey. Naja. Och man, Evelyn. Ich hatte eigentlich gedacht, die würde wieder so. Ja, aber die war schon. So ein Trauma und so. Ja, ne? Offensichtlich hart traumatisiert. Und man hat ja jetzt auch erfahren. Hatte ich ja eben schon gesagt, ey, wer weiß, was da alles geschehen ist in dieser Zeit, wo sie halt da war, bei dem Woodman und so weiter. Ja. Und scheint ja leider genauso gewesen zu sein. Ja, stoppi. Das ist das Bessere, das Schnellere von Jackie. Nee, aber manchmal will ich mir so eine Scheiße einmal nicht reinziehen. Was? Ach, das genauer hinterfragen, was da jetzt genau abging und so weiter. Ach so, ja, nee, ist doch alles gut. Ändert auch nicht mehr am Ergebnis so richtig gerade. Dem Woodman, wahrscheinlich hätten wir jetzt sonst den Auftrag gekriegt, uns nochmal mit dem zu unterhalten. Wenn wir den nicht getötet hätten in der Situation. Ja, er hat ja auch gesagt, ich bin irgendwie froh, dass er draufgegangen ist, auch wenn es ein Unfall war, dass ich ihn getötet habe. Schrecklicher Unfall war das, Bock, ja. Ja. Ich erinnere mich noch an das Schreibtischduell. Das ist halt auch... Hey, das ist halt manchmal auch ein bisschen so... Keine Ahnung, irgendwie haben die Bugs hier so einen gewissen Charme manchmal. Ja, also die halt, genau. Ja. Diese Glitches und sowas, ja. Kann ich nicht abstreiten. Okay, dann jetzt mal ab zur Kapelle. Ja, vielleicht 300 Meter vorher kriegen wir wieder einen Anruf. Wahrscheinlich sogar, ja, mein Camera. Ach, sag sogar, das stimmt sogar. Ich musste im Rahmen der Judy-Mission Woodman im Nachhinein noch abknallen. Alles klar, Arach. Gut zu wissen. Hast du es auch gemacht, Arach? Er musste.
Er hatte keine Wahl. Nee, ich erinnere mich noch, weil Arach sagte auch, als das dann gewesen ist bei uns, die Szene mit Woodman, so, oh ja, bisschen verkackt, das lief ein bisschen anders bei mir. Okay. Natürlich. Natürlich. Nee, Havanna, bei schnelleren Fahrten ist das auch bei uns. Ab und zu mal so kleine Hakereien, ja? Ja. Oder meinst du was anderes? Oder so Nachlade-Lags hier von Twitch selber. Also wir haben noch 0 Drop-Frames. Das ist gut. Aber lange nicht. Wohl doch. Wir hatten lange keine gedroppten Frames. Oh! Das passiert, wenn man sich mit dem Motorrad anlegt. Das passiert! Ja, und dann solche Sachen, ne? Das sind halt so Glitches. Genau wie gerade eben, Masakris. Eben noch drüber gesprochen, über die kleinen charmanten Bugs, die für lustige Situationen sorgen können. Das sind die guten Physics. Glitch, ja, richtig. Eben noch gerade den Satz beendet im Prinzip. Pass auf, Richard, ich habe mittlerweile eine Theorie dazu. Zu was? Richard sagt gerade, er finde, ein bisschen schneller können die Fahrzeuge schon sein. Ja, aber pass mal auf, das ist jetzt doch schon so bei der Geschwindigkeit, dass das ab und zu mal so ein bisschen am Ruckeln ist. Und es kann sein, dass sie das noch ein bisschen künstlich beschränkt haben, weil die es nicht so 100% in den Griff gekriegt haben, dass das Nachladen flüssig genug funktioniert. Dass sie das deswegen ein bisschen langsamer gemacht haben. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ja, aber das Laufen zum Beispiel ist ein bisschen, ich finde das normale, natürliche Laufen ein bisschen zu schnell. Ja, ist auch. Wie gesagt, dafür gibt es ja auch schon eine Mod. Und hoffentlich bringt CD Projekt das auch noch, sag mal, Vanilla-mäßig rein, natürlich. Kann halt wirklich sein, ne? Dass sie das einfach rein technische Hintergründe hat. Weil selbst wenn man super schnell fährt, das ganze Geschwindigkeitsgefühl kommt dem nicht mal ein bisschen nahe. Nein, also ganz ehrlich, der neue Wagen, der fährt über 400, theoretisch laut Anzeige. Der fährt 205 mph. Ja, jetzt die Frage, ob das kmh oder mph sind immer noch. Warte, bis die Kirche öffnet. Oh. Ah, super, Arach. Ja, hat man sich auch schon gedacht, ne? CD Projekt, die kümmern sich gut um ihre großen Releases auf jeden Fall. Etwas später. Ja, hier ist er doch. Guck mal, so laufe ich auch immer. Klar. Wie so ein Creep. Kleinigkeit. Oha. Was ist denn das für ein Ritual hier? Purge the unclean. Wir haben gewartet. Ah. Bist du meine Kontaktperson? Bist du mein Kontakt? Erfahr ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mehr. Bald. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Okay. Frag nach Placid. Er erklärt dir die Details. Placid, okay. Los raus hier, ey. Und mal miesen Bass haben die hier schon. Das ist eine fucking Sekte. Ja. Deswegen ja. Purge the unclean. Treib Momoin. Arach, wir hätten persönlich auch noch warten können. Aber nun gut. Tja. Also wir können das Spiel genießen. Genau. Aber natürlich super schade für die das halt nicht können momentan. Ja, ist aufgrund halt von technischen Problemen leider. Ey, von mir aus hätten die das 6 Monate verschieben können. Ja, Arras hat auch schon Frühjahr 2021 hätte gut getan. Ich suche Placid. Placid. Ja. Gary Sidla. Sieh in die Kamera. Du bist es, geh rein. Mal eben abgescannt hier. Aha. Johnny! Please! Moin, Remortal. Hallo. Placid? Bist du Placid? Nee. Assis Licht. Okay. Was ist das hier? Saule. Schlachthof. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Oder ich will mit Brigitte reden. Ich dachte, der Verkauf von Geflügel ist illegal. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal.
6 Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Da aber schnell geholt, das Hühnchen. Tolle Arbeit. Nicht hier. Komm mit. Okay. Wo hat er das denn jetzt verschwinden lassen? In seiner riesen Innentasche. Ach so. Was soll ich jetzt für euch machen? Oh Bobby, keine Ahnung. Ob auch Mitarbeiter im Spiel versteckt sind. Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. Hier lang. Tune noch Villa. Küste Pacifica. All das und mehr. Willkommen in Pacifica. Okay. Was? Sie hat im Laden gerade die Nachrichten geguckt, wie dieser Typ, der draußen rumgeballert hat, gefilmt wurde im Nachrichtenbeitrag. Ich wollte gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Moin. Ja, Pacifica. Ach, guck mal, was da oben abgeht. Anzüge ihre Edis verprassen. Der Kreislauf. Also ich sehe jetzt doch schon ein bisschen Unterschiede in den Stadtteilen. Die spucken es wieder rauf. Alles hier auf Konzern Cash gewachsen. Sie sah krank aus, dann gehen wir aus dem Weg. Unser Ziel ist die Gym. Die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animals da eingenistet. Animals? Ja, das sind eigentlich diese Gruppierungen, glaube ich, diese ganz aufgepumpten Typen. Okay. Die hat man irgendwann mal in so einem Trailer gesehen, an einem der ersten. Haben bestimmt größere Köpfe. Vermutlich. That's right, genau. In der Achselhülle versteckt das Huhn. Merci. Los, ist nicht mehr weit. Ist dieses Spiel ein Megaprojekt, ey. Das ist einfach Ja, Caridon, ich sag ja, also wir haben da auch jetzt nicht die größten Probleme mit dem Spiel. Das ist ja auch, da sind wir auch super glücklich drüber natürlich, aber wir sehen es halt links und rechts, ne? Ja. Hätte jetzt nicht so schlecht getan. Aber ja, sagtest du ja schon, Witcher 3 kam auch nicht als perfektes Spiel, klar. Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Kann es mir nicht am Telefon sagen können. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gym nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir reden hier. Setze. Okay. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job, das kommt zuerst. Er richtet kurz noch seinen Router ein übrigens. Was soll das? Ja, was machst jetzt du da einfach? Sagst du mir, was du hier abziehen ja, echt mal. Willst. Ernsthaft, Alter. Du nimmst den Job. Du machst, was ich sage. Verleg dich. Sofort. Fass dir einfach unseren Datenübertragungsschniepel an. Das spinnt wohl. Ernsthaft. Und wenn nicht, wartet draußen eine Horde Freiwilliger. B. Ziel gerade. Fast geschafft. War jetzt kein Scheiß. Gut. Mann. Wird schon gut gehen. Naja. Wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Ja, das stimmt auch. Warum schickst du nicht eure Leute? Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Oder Evelyn Parker? Sagt dir der Name was? Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Der Chromschamane. Ist es Victor? Chromschamane. So nennen die das übrigens. Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Was? Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie?
Was kümmert dich das? Oder ach, scheiß auf den Dreck hier. Ja. Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Frag besser nicht. Oh, unwichtig ist eh kaputt? Oh, deshalb bin ich hier. Ja. Ist egal. Er ist eh kaputt. Wie das? Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Guck mal, er so, Daumen hoch. Der Brummbär hier. Was mache ich, wenn ich in der Gym bin? Achso. Willst du gar nicht meinen Lebenslauf sehen? Wissen, was ich alles kann? Wir sind kein Konzern. Wir stellen niemanden ein. Du erledigst nur eine Sache für uns. War doch auch Spaß, den stumpfen Typen da so ein bisschen zu pieksen, manchmal, ne? Was mache ich, wenn ich in der Gym bin? Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Camionette. Der was? Der Camionette. 20:35:07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber versuch rauszufinden, wo er herkommt. Hä? Aha, unsichtbar. Ja. Der Wagen ist definitiv eine Spezialanfertigung. Kannst du mit deinem 13er technischen Skill natürlich sagen. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Rasid. Batman Kelly hat das noch geholt. Wer wird Butler? Zeit für eine Pause? Ich glaube, da braucht jemand deine Hilfe. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich, klar. Konzentrier dich. Okay, die Animals stecken nicht dahinter, oder? Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Camionette an. Bleib verborgen. Schick nur die Situation. Jetzt bist du eine Reservoir-Instinkt, warum? Wozu? Durch Ague sehe ich, was du siehst, höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper doch. Du willst mich also überwachen. Kennst du den Runner? Du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mhm. Meine Bezahlung, wie viel kriege ich? Sollen wir mal ihn sagen oder fragen wir mal? Mein Geld. Wie viel kriege ich? Und wie hole ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Okay. Ja, aber ich habe gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Okay. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Okay. Harter Typ. Wir sind fertig. Okay. Bettys Hotel verlassen. Alter, das ganze Gebiet gehört denen hier einfach. Aber kann ich mir auch gut vorstellen. Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Link, okay? Okay. Mhm. Scheint's. Muck ist cool. Also Musik können sie. Haben Geschmack, die Jungs. Und Nils, Mann, dankeschön für deine Vergiftung an Suak. Und Suak, herzlich willkommen bei uns. Viel Spaß mit den Emoticons. Nils, Mann, vielen lieben Dank. Dankeschön. Cute du bist. So, warte mal. Wie weit ist denn das? 450 Meter. Gut, Kubi ist noch nicht da. Laufen wir mal eben. Können wir mal eben hier töten gleich.